Freunde, willkommen zurück zu Alan Wake. Okay, ich hatte im letzten Part angekündigt, dass wir die Special-Folgen spielen wollen. Natürlich auf Normal und wir spielen jetzt Special 1, das Signal. Bisher bei Alan Wake. Etwas, das ich nur als das Dunkel kenne, hielt meine Frau gefangen und brachte mich dazu, eine Horrorgeschichte zu schreiben, die wahr wurde. Ein Teil von mir war klug genug gewesen, meine Flucht in die Geschichte einzubauen. Ich rettete Alice und schrieb ein besseres Ende, aber nicht ohne einen Preis. Ich war irgendwo an einem dunklen Ort gefangen, einem seltsamen Bereich irgendwo jenseits unserer Welt. Das ist kein See, es ist ein Ozean. Special Feature, Kapitel 7, das Signal. Nach jedem schwierigen Projekt hat man gemischte Gefühle. Erfolg und Erleichterung, Traurigkeit und Depression. Eine Weile ging es nur um die Arbeit. Sie verzehrte dich, veränderte dich. Du hast dich dafür zurückgezogen. Und jetzt musst du genesen, lernen, ohne sie zu leben. Einen Weg finden, die Tür zu öffnen und das Licht hereinzulassen. Ich kannte diesen Ort. Er war vertraut. Aber irgendwie falsch. Willkommen im... Alles erschien so surreal, wie ein Traum. Definitiv hat sich die Synchronsprecherstimme geändert. Ich hatte ein verstörendes Déjà-vu-Erlebnis. Ich wusste nicht, warum ich hier war oder wo ich vorher gewesen war. Aber im hinteren Teil des Diners wartete etwas auf mich. Probieren Sie den Kaffee, aber ich bin unschuldig, wenn Sie ihm verfallen und Ihnen das Herz bricht, wenn Sie wieder abreisen. Unser Richard ist kein Mensch mehr. In seinen Adern fließt nichts als schwarzer Kaffee. Okay. Das ist ein... Tu mir einen Gefallen, Kleiner. Ich könnte jetzt wirklich ein bisschen Musik brauchen. Nummer 6 in der Jukebox. Ich würde ja selbst gehen, aber wir sind beide. Okay. Ja, machen wir nochmal, ne? Los, komm. Oh ja. Ist das dein Ernst? Ernsthaft? Ist ja widerlich. Ja, komm, hau rein. Soll es ein Rocker sein? Unglaublich. Geht doch. Ja, manchmal hängt sie. Dann muss man den Ding. Okay, hier ist ein Wecker. Das. Hä? Ja, das war's. Ich bin tot. Okay? Wieso komme ich da nicht rein? Den kann ich anscheinend einsammeln, oder was? Also es sieht schon ziemlich komisch aus. Eine Sache vorweg. Wow, meine Stimme ist ziemlich kaputt. Ich bin leicht erkältet im Sommer. Ja, die Synchronsprecherstimme von Alan ist anders. Oder kommt es mir nur so vor? Ich weiß es nicht. Ich hoffe nicht. Aber ich mag die neue Stimme irgendwie nicht. Ich bin mir da nicht so sicher. Oh. Auffällig. Nein? Alan, hören Sie. Gehen Sie nicht tiefer. Hä? Was? Konzentrieren Sie sich. Sie verlieren sich in Details. Ich will helfen, aber es liegt an Ihnen. Suchen Sie einen besseren Kontaktpunkt. Was meinen Sie? Ich kann Sie nicht hören. Bitte, Ihretwegen geschieht das alles. Konzentration. Folgendes passiert. Einträume. Zu tief. Ertrage den Druck nicht. Es ist zu viel. Plötzlich merkte Wake, wie er sich selbst gegenüberstand. What the fuck? Als ich selbst sah, wurde der Traum plötzlich deutlich. Der dunkle Ort. Da befand ich mich. Sie werden Waffen brauchen. Oh yeah. Es geht nicht ums Licht, sondern wofür es steht. Sie werden es brauchen. Nein, wie... Oh, wie cool. Das ist keine Waffe. Das ist ein Werkzeug in einem logischen Ausschlussverfahren. Okay. Vorsichtig. Ich versuche, einen besseren Kontaktpunkt zu finden. Ich verstehe.
verstand Zanes Nachricht nicht. Und es half nichts, dass ich wusste, wo ich war. Etwas war passiert, nachdem ich mit Departure fertig war. Doch. Was? Mira was hier. Okay. Was? Was war das? Ich kann laufen. Der Tunnel war zur Nacht geworden. Das Diner war verlassen. Dann wurde die Tür ausgerissen und Wake musste um sein Leben kämpfen. Nein. Warte. Okay, kaputt machen kann ich den nicht. Kann ich da irgendwie reinkommen? Nicht! Ich kann da... Hä, warum kann ich da nicht rein? Ach Quatsch! Okay, da eine Seite. Ein Starschnitt? Oh Junge! Oh ja. Oh Junge. Geil. Wie soll ich da denn... Wollt ihr mich verarschen? Wollt ihr... Ohne Fick, wollt ihr mich verarschen oder was? Wie soll ich das denn schaffen? Auf so fucking engen Raum. Das geht doch gar nicht. Ja. Okay. Okay. Jo, lauf! Lauf! Lauf, Mann! Lauf! Yo! Oh, Junge! Oh! Oh, Gott. Das ist nicht schön. Wecker nehmen. Sammelbarer Wecker. Einer von 10. Okay. Hat ja nicht lange gedauert, bis ich gestorben bin. Ab ins Licht. Zane, warten Sie auf mich. Die Welt war verdreht. Yo. Diese Bäume gehörten nicht hierher. Yo. Yo, wahrscheinlich. Yo. Wahrscheinlich. Ich renne da jetzt einfach rein. Ich will da rein. Oh Gott. Was ist das für ein Horror? Das Licht untersuchen. Ja. Kann ich nicht mal... Nee. Goll. Oh Gott. Es macht ja sehr, sehr viel Spaß. Eine weitere Manuskriptseite? Okay. Ich wusste, es war mein Werk, aber die Wörter waren traumartige Fragmente. Lud hektisch nach. Die Munition glitschig in meinen schweißnassen Händen. Aber es war nur das Mal, ein Katzensprung vom Zelt entfernt. Das Bett sah einladend aus, aber ich musste weiter. Das Telefon schreckte sich.
das GPS-System funktionierte. Das hatte ich nicht erwartet. Hallo? Ich versuche, Sie zu erreichen. Hören Sie mich? Hören Sie mich jetzt? Ja. Hören Sie, ich kann Ihnen helfen, aber Sie treiben weiter ab. Ich erreiche Sie nicht. Sie müssen zu mir. Ich kann die Verbindung nicht halten. Benutzen Sie die Worte. Folgen Sie dem Signal. Jo. Natürlich funktionierte das GPS-System nicht. Es gab hier wohl keinen Satelliten in Reichweite. Dieser Himmel war fremd. Aber er führte mich zu etwas. Zu sehen? Okay, eine Taschenlampe? Okay. Eine Leuchtpistole. Und Leuchtpistolenmunition. Was? Aufladen. Lithium-Batterien nehmen. Oh Gott. Wie wär's mit... Ja, Munition? Ihr wollt nicht, dass ich... Doch. Etwas hatte sich wieder verschoben. Der dunkle Ort spielte mir Streiche. Er hielt nicht still. Das ist echt crazy. Die Stadt selbst wandte sich gegen Wake. Autos flogen auf ihn zu, wollten Knochen brechen und Fleisch zerquetschen. Sie verströmte Hass. Sie wollte ihn begraben. Autos? Ich will hier rein. Ah, cool. Dem GPS-Signal folgen, natürlich. Oh, Junge. Oh, Junge. Jo, wahrscheinlich. Das ist ja... Hatte sich wieder Alter! Der dunkle Ort spielte mir Streiche. Er hielt nicht still. Die Stadt selbst wandte sich gegen Wayne. Ja. Autos flogen auf ihn zu. Und nee. Knochen brechen und Fleisch zerquetschen. Sie verströmte Hass. Oh ja. Oh ja. Ey, da stehe ich richtig drauf. Na los. Oh, oh Junge. Oh. Oh ja. Oh ja, komm her, komm her, komm her. Los, wir kriegen dich. Ist das ekelhaft. Aber richtig. Wow. Hier haben wir auch nichts. Cool. Sehr, sehr cool. Okay, was kommt... Na, immerhin... Kann man das so mehr oder weniger abwenden? Ich denke mal, das Bullenauto fliegt noch. Nicht? Okay. Gut. Werkzeug. Oh. Oh ja. Oh Spiel, du wirst langsam ein bisschen fair. Ich will aber mal nachladen. Haben wir hier irgendwas? Nein. Obwohl, wenn wir die Waffe kriegen, werden wir die jetzt auch brauchen.
Oh, Junge. Oh ja. Oh ja. Genau, super. Ich liebe es jetzt schon. Wow. Verfickt nochmal. Leute, wir spielen auf normal. Wir spielen auf normal. Das kann nicht angehen, ey. Jo. Okay. So. Ja, dann kommt mal raus. Dann kommt mal raus. Na los. Oh, oh. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Darauf habe ich richtig Bock. Oh wow. Oh, durchatmen. Es kann nur schlimmer werden. Es kann nur schlimmer werden. Hier ist wahrscheinlich noch alles beleuchtet. Alles, was ich sah, war vertraut. Und doch wieder nicht. Hallo? Ich komme nicht hinterher. Sie dringen zu weit ein. Ich führe Sie. Folgen Sie dem Signal. Ich versuch's ja. Sie müssen sich selbst gegenübertreten. Folgen. Was? Oh. Was? Das GPS-System sollte mich zu Zane führen. Aber die Verschiebungen störten es. Ich musste es weiter versuchen. Allein würde ich es nicht schaffen. Soll demnach jetzt da lang, oder was? Okay. Haben wir hier denn noch irgendwas? Nein. Haben wir nicht. Okay. Aber es ist krass. Also wir haben... What the fuck? Die Veränderungen wurden gravierender. Die Straße war nicht aufgerissen, sondern verschwunden. Als wäre eine große Hand gekommen und hätte sie hochgehoben. Werkzeug Blitz, okay. Ja, schick. Okay. Was? Leuchtfackel. Oh ja. Das fühlt sich gut an. Okay. Lesen. Sarah Breaker, das Beste aus Bright Falls. Die heiße Sheriff Braut. Braut. Ah, die feste Zuhaut. Ihr Debüt, das einzige Mädchen im Buchhaus. Ihr taucht tief in das Doppelleben einer erfolgreichen Polizeikarriere ab. Von einem Geheimbund. Und boah, Leute, sorry, nochmal. Sarah Breaker, das Beste aus Bright Falls. Die heiße Sheriff Braut, die feste Zuhaut. Ihr Debüt, das einzige Mädchen im Buchhaus, taucht tief in das Doppelleben einer erfolgreichen Polizeikarriere ab und tunnelt von einem Geheimbund. Okay. Wie fügt sich der kleine harmlose Polizist in eine antiquierte Bruderschaft? Okay. Sollten damit aufhören. Leuchtfackel. Die Leuchtfackel hätte ich bitte zuerst. Die müssen
da lang? Wieso hier ein Blitz? Hä? Wow. Das ist cool. Das gefällt mir. So Leute, ich würde sagen, wir beenden hier den ersten Part vom Special. Oh, da liegt auch noch was. Revolver-Munition. Die holen wir uns im nächsten Part. Oder auch jetzt. Ja, ich bedanke mich soweit schon mal fürs Zusehen. Sorry für die Fails. Es wird noch viel, viel mehr geben. Also das habe ich jetzt schon im Urin. Und ja, mal gucken, wie es mit Kapitel 7 weitergeht. Beziehungsweise in dem ersten Special-Kapitel das Signal. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wäre nett, wenn ihr ein Part werden könntet. Und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Part. Bis dahin und tschö tschö.